Ja gut, also, liebe Leute, Übung zu Flächen- und Volumenberechnungen. Flächen sind an sich, wir beschäftigen uns vorläufig mit lauter Ecken, also mit N-Ecken, N wie eine bestimmte Zahl, N-Ecken. Und das Schöne ist, zu Anfang fangen wir an mit 4, N ist gleich 4. Demzufolge heißt es Viereck. Oder Dreieck und so weiter, je nachdem, was ich für N einsetze. Man sagt einfach N-Eck, wenn man eine eckige Fläche meint, die eben verschieden viele Ecken hat. Also wäre das ein Dreieck und so weiter. So, nochmal zur Wiederholung. Es war eigentlich ganz einfach. Wir hatten ja gesagt, die Fläche, A wie Area, daher kommt es auch, ist Grundseite mal Höhe. Das wäre die einfachste Formel, die für folgende Flächen gilt. Und zwar für ein Quadrat, wenn ich sage, hier ist die Grundseite, hier ist die Höhe. Die steht immer senkrecht darauf. Ich könnte die Höhe auch, ich mache es mal ocker, ich könnte die Höhe auch hier einmalen. Aber da ja ein Quadrat sowieso rechte Winkel überall hat, steht automatisch die eine Seite rechteckig zur Grundseite. Und demzufolge kann ich das H auch hier bezeichnen. Ich mache mal in schwarz weiter. Das gleiche gilt genauso gut für ein Rechteck. Auch hier habe ich eine Grundseite und weil ich hier wieder rechte Winkel habe überall, ist hier die Höhe rechtwinklig darauf. Also ich könnte es auch jetzt wieder hier reinmalen, unnötig. Ich kann das gleiche auch mit einem Parallelogramm machen. Hier habe ich eine Grundseite. Achtung, die Höhe steht aber senkrecht. Die malt man meistens raus oder man kann sie auch hier reinmalen. Hauptsache, man macht diese Maßhilfslinie hier, ne, diesen Pfeil mit den, diese dünne Linie mit den Pfeilen, macht man so. So, auch dafür gilt das. Und diese gleiche Formel gilt eigentlich auch, nur ein bisschen allgemeiner, als Grundseite plus Deckseite geteilt durch 2 mal H. Ich komme gleich drauf. Nehmen wir mal an, ich hätte so eine Figur, wobei Grundseite und Deckseite parallel sind, also Grundseite ist parallel zur Deckseite, so schreibt man das, ne? 2 senkrechte Striche. Und ich habe hier wieder senkrecht auf der Grundseite stehend meine Höhe. Dann gilt auch A ist G mal H, aber G mal H teilt sich hier ein bisschen auf. Und zwar bilde ich den Durchschnitt zwischen Grundseite und Deckseite, Durchschnitt, so wie bei den Zensuren, wenn ich zum Beispiel bei Zensuren, als Zensurenbeispiel, Zensuren sage ich, ich habe eine 1 und eine 3, dann stehe ich, 1 plus 3 ist 4 und weil es 2 Zensuren sind durch 2, dann stehe ich also durchschnittlich, ne, das ist das Zeichen für durchschnittlich, stehe ich 2 und so weiter. Das kann man dann also so machen. Gut, jetzt hatten wir aber grundsätzlich gesagt, damit man richtig mit solchen Dingen umgeht, haben wir uns ja eine Vorgehensweise eingeprägt. Ach so, was ich noch sagen wollte, wenn ich mir ein Dreieck anschaue, das hatte ich noch vergessen. Die Fläche eines Dreiecks, so kann man das abkürzen, das ist ein sogenannter Index, ist Grundseite mal Höhe und das alles durch 2. Das ist aber eine Babyschreibweise, das schreiben wir lieber so. A Dreieck ist Grundseite mal Höhe durch 2. Die Profis schreiben das mit einem Bruchstrich und dann kann man im Allgemeinen sehr schön kürzen. Jetzt hatten wir uns aber eine grundsätzliche Vorgehensweise angewöhnt. Oder soll ich das nochmal begründen, weshalb das so ist? Durch 2? Nö, ne? Geht. Das ist ein halbes Viereck. Ach, naja, ich male es mal schnell hin. Wenn ich hier ein olles Dreieck so habe, dann kann ich sagen, naja, wenn ich das hier nochmal entsprechend ranbastle, was eigentlich gefehlt hat, also das gleiche Dreieck nochmal hochgeklappt, dann habe ich also wieder ein Rechteck und kann sagen, das ist also flächenmäßig nur die Hälfte eines Rechtecks. Zu unserer Vorgehensweise. Wenn ich irgendwie eine Textaufgabe habe, dann sage ich eben einfach, ja, Moment. Ja, es kam nochmal die Frage. Nochmal schnell zur Flächenberechnung. Woher kommt das? Also, wir gehen dann später nochmal weiter. Wir sind ja bei der Wiederholung. Wenn ich zum Beispiel einen Flaschenkasten habe, da sind hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und so viele Flaschen drin. Und ich sage, wie viele Flaschen sind denn drin? Dann zähle ich nicht die Flaschen einzeln, das könnte ich machen, das wäre aber ein bisschen umständlich, sondern ich sage einfach, das sind 3 Flaschen und hier habe ich 4 Flaschen in der Reihe. Also sage ich einfach, die Anzahl der Flaschen ist 3 mal 4, also 3 mal 4, also 12.
Wenn ich mir das Ganze vorstelle, ich habe eine Terrasse und lege auf die Terrasse lauter Platten mit einem Quadratmeter. Also dieses Ding ist ein Quadratmeter groß, also ein Meter mal ein Meter. Und ich habe hier noch eine und noch eine und noch eine und ich mache das hier auch und auch und auch und auch und auch. Dann kann ich genauso sagen, jeder Quadratmeter ist so ähnlich wie bei den Flaschen. Dann habe ich hier 3 Meter. Hier habe ich 4 Meter Länge. Und demzufolge kann ich sagen, okay, die Fläche ist also 3 Meter mal 4 Meter oder umgekehrt, weil die Grundseite ja da steht, weil die ja vorne steht. Und wenn ich das richtig einsetzen wollte, müsste ich dann also sagen, okay, Grundseite 4 Meter und 3 Meter die Höhe, ne? 3 Meter hier die Höhe. Also ist A, 4 mal 3 ist 12 und Meter mal Meter ist Meter hoch 2 oder Quadratmeter, sagen wir, abgekürzt und in der Praxis. So, und jetzt zu dem Halben. Diese Fläche eines Dreiecks ist, wenn ich so ein Rechteck habe, zum Beispiel, lass das meinetwegen 10 cm sein und das sind 3 cm. Und ich sage, eigentlich ist es aber gar kein Rechteck, sondern ich möchte ja nur eine Dreiecksfläche haben. Dann schneide ich das ja hier durch und das heißt, hier oben verschwindet das ja. So, dann sage ich, okay, das hier ist meine Höhe. Ich könnte auch die 3 cm hier ranschreiben und das ist meine Grundseite hier, von hier bis hier. Dann kann ich also sagen, die Fläche ist gleich. Normalerweise hätte ich gerechnet 10 cm mal 3 cm, aber da es ja nur ein halbes Rechteck ist, wohlgemerkt, wenn das wirklich ein Rechteck gewesen ist, ne, dann habe ich ja auch einen rechten Winkel, dann muss ich also diese Sache noch durch 2 teilen, ich kann kürzen, dann ist das, jetzt habe ich keinen Platz mehr, 5 mal 3 ist 15 und Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. Daher kommt das. Habe ich das ausreichend erklärt? Geht das? Okay. Wenn nicht, na, ich mache mal Pause. Gut, jetzt seid ihr gleich dran und zwar gehen wir ja wie folgt vor. Wir haben ja immer gesagt, wir machen aus dem langen Text einer Textaufgabe, machen wir einen kurzen Text. Nehmen wir mal Folgendes an.